Vom 11. Juli bis 31. Dezember 1967 führte das österreichische Bundesheer den ersten hochalpinen Assistenzeinsatz in der Geschichte der Zweiten Republik durch. Der politische Rahmen war die sogenannte Südtirol-Frage gewesen. Südtirol sollte nach Ende des Zweiten Weltkriegs bei Italien verbleiben. Um die Rechte der Südtiroler entsprechend zu schützen, wurde ein Autonomiepaket geschnürt, genannt das sogenannte Gruber de Gasperi-Abkommen. Mit der Umsetzung seitens der italienischen Regierung war man aber in Südtirol nicht besonders zufrieden. Man fürchtete eine Weiterführung der Italienisierungspolitik aus der Zwischenkriegszeit. Mit der Wiedererlangung der österreichischen Souveränität im Jahr 1955 versuchte Wien jetzt stärker diplomatischen Druck in der Autonomiefrage Südtirols auszuüben. Man erreichte sogar eine eigene UN-Resolution im Jahr 1960. Dennoch waren diese Bestrebungen fast vergebens. Nicht zuletzt deshalb schlossen sich zahlreiche radikalere Kräfte in Südtirol in den 1950er Jahren zum sogenannten Befreiungsausschuss Südtirol zusammen, um über Gewaltaktionen auf ihre Probleme aufmerksam zu machen. Die Aktivitäten des Befreiungsausschusses, aber auch die italienischen Gegenmaßnahmen führten ab den 1960er Jahren zu einer Eskalation der Gewalt auf beiden Seiten. Letztendlich waren 14 Todesopfer zu beklagen. Der Anschlag auf der Porzecharta am 25. Juni 1967 mit 4 Todesopfern führte zu einer weiteren Eskalation. Italien begann die österreichischen Verhandlungen zum Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft bzw. zur Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl zu blockieren und forderte energische Gegenmaßnahmen. Daraufhin wurde der Assistenzeinsatz des österreichischen Bundesheeres angeordnet. Der Einsatz 1967 war ein klassischer Assistenzeinsatz gemäß Bundesverfassung von der österreichischen Bundesregierung angeordnet, vom Innenministerium angefordert. Die Kernaufgaben waren sehr klar, vom Reschenpass bis zum Lessachtal in Osttirol die grüne Grenze zu überwachen und illegale Grenzübertritte zu verhindern. Insgesamt befanden sich vom Juli bis Dezember 1967 5000 Soldaten hier im Einsatz. Die längste Verweildauer für den einzelnen Soldaten lag bei ca. 6 Wochen. Es waren sowohl Verbände aus Westösterreich als auch Verbände aus Ostösterreich im Einsatz. Die westösterreichischen Verbände gebirgserprobt, gebirgserfahren. Der Einsatz war durchwegs im Hochgebirgsgelände. Die Verbände aus Ostösterreich wurden in ihren Garnisonen vorbereitet durch Bergführer und bekamen hier auch Bergführer als alpine Berater im Einsatzraum zugeteilt. Die Unterbringung im Einsatzraum gestaltete sich anfangs überaus schwierig. Es wurden Zeltlager errichtet und in weiterer Folge provisorische Unterkünfte. Die größten Probleme ergaben sich allerdings im Bereich der Fernmeldeausrüstung. Zahlreiche Patrouillen und Spähtrupps hatten teilweise tagelang keine Verbindung. Zur Versorgung der Truppen in ihren oft sehr exponierten Lagen gelangten sowohl Traktistaffeln, aber auch Geländewägen vom Typ Buchhaflinger zum Einsatz. Das moderne Pendant im österreichischen Bundesheer ist heutzutage das sogenannte Quad. Doch wie groß sind eigentlich die Unterschiede der damaligen Ausrüstung eines Gebirgskämpfers zur heutigen? Die Ausrüstung eines früheren Soldaten zu einem heutigen Soldaten sieht man schon bildlich, eine andere Farbe. Und was also das Gravierendste war, früher war halt meistens alles schwerer. Man sieht es schon an der Waffe, die Waffe einmal länger, schwerer, aber sie hat ein starkes Kaliber gehabt. Heutige Waffe, kurz, vieles aus Plastik, das heißt rostet nicht, geht leicht zum Reinigen, aber sie hat sehr viel Munition. Man sieht nicht nur die Magazine, wie bei uns waren aus Eisen, sondern die Magazine da, alles aus Plastik, daher leicht zu reinigen, leichter und viel, viel mehr Munition am Mann. Zur Ausrüstung selber, die Uniform ist heutzutage natürlich meistens aus Plastikstoffen, die leichter trocknen, leichter und geringer sein. Früher Baumwolle, schwer zum Trocknen, aber trotzdem eine Uniform war zum Kämpfen, das ist trotzdem zum Kämpfen gegangen. Man sieht eine typische Sache, Helm, früher der Helm, Passform war nicht so super, trotzdem hat er uns geschützt. Heutiger Helm, super Passform, haltet mehr aus, kann Geräte aufnehmen, wie also Nachtsichtgeräte, Licht etc. Ein typisches Beispiel ist also der Rucksack und der Eispickel. Man sieht heute Eispickel nur mal kurz,
für Steileis zu gehen. Früher haben wir auch einen Eispickel gehabt, aber der Eispickel, der war leider ein bisschen lang und zum wirklich für Steileis gehen, also nicht richtig geeignet. Und der Rucksack war auch schwerer und schwerer zum Trocknen. Die wirklichen Unterschiede machen aber immer den Menschen aus. Drunter ist wichtig, was drunter ist, nicht drüber. Wir haben früher kämpfen gelernt und heute kämpfen. Ob die Uniform so ausschaut oder das Gewehr, ist eigentlich gleich. Gebirgstruppen benötigen jedoch nicht nur spezielle Ausrüstung. Ein Einsatz im Hochgebirge unterscheidet sich mitunter gravierend vom Einsatz im flachen Gelände. Die Schwierigkeiten oder der Unterschied zwischen dem Einsatz im Gebirge und dem Flachland ist hauptsächlich die Witterung. Das heißt, im Gebirge kann es sehr, sehr schnell zwischen plus 30 Grad, minus 20 Grad innerhalb einer Stunde also sein. Es kann also das schönste Sommer da sein und innerhalb einer halben Stunde haben wir einen halben Meter Schnee. Auch der Blitzschlag, die Witterungseinflüsse eben wie Sturm und das wirkt also im Gebirge viel stärker auf den Menschen ein, weil meistens Schutzmöglichkeiten wie Schutzhütten etc. nicht überall unterwegs sind. Die Versorgung ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt im Gebirge und vieles, vieles schwieriger, da meistens alles von herunten heraufgebracht wird. Besonders im Kalkgebirge gibt es ab einer gewissen Höhe kein Wasser mehr. Das heißt, es muss das Wasser, die Verpflegung und hierfür braucht man also im Gebirge spezielle Fahrzeuge. Wie hier sehen wir zum Beispiel einmal Quads oder eben Skidos im Winter oder diese Hägelhans, die neuen, braucht der Gebirgssoldat, um eben im Gebirge sich vernünftig versorgen zu können. Sonst zum Kämpfen ist es oben sozusagen fast gleich wie herunten, aber die Witterung und das Ganze ist halt viel, viel schwieriger. 50 Jahre nach dem ersten hochalpinen Assistenzeinsatz des österreichischen Bundesheers erinnert sich ein Zeitzeuge, 1967 als Zugskommandant eingesetzt, an den damaligen Einsatz in Obertiljach. Der Stützpunkt, das kann ich mir erinnern, ist also noch im Waldgebiet gelegen. Und zwar, ich vermute, dass der dort, wo dieses Felsband hinaufgeht, dass dort hinten, aber wie gesagt noch im Wald, der Stützpunkt war. Ich war dort ungefähr mit 25 oder 28, 30 Leuten und wir sind also von dort aus die Spätrups gegangen und haben von dort auch im Tal unten Kontrollen gemacht über Leute, die hinübergingen. Das Einzige, was einigermaßen ein gutes Gewand war, war dieser alte Tarnanzug. Der war nicht so schlecht, ja. Aber wir haben also keine gescheiten Zelte gehabt. Gerade wir dort oben haben also Versuchszelte gehabt. Von der Qualität, von einer Wursthaut oder irgendwas. Wenn man zu stark angekommen ist, hat das einen Riss gehabt. Und da haben also ungefähr so 6-7 Leute Platz gehabt drin. Ne? Wir haben dann später diese Gruppenzelte bekommen, das war nachher besser. Obwohl wir zuerst auch keinen Ofen, nichts drin gehabt haben. Und das kann auch im Sommer da, wie man sieht, kühl werden. Ne? Da oben, aha, jetzt sieht man gar nicht drauf, das ist dieser bewusste Mast, der also gesprengt worden ist. Und wie ich raufgekommen bin, waren die Italiener zuerst noch sehr misstrauisch, aber wir waren beide sehr lang da und haben uns dann aneinander gewöhnt. Der Assistenzeinsatz war in zweierlei Hinsicht von großer Bedeutung. Zum einen wurde der politische Zweck erreicht, da die Gewaltaktionen in Südtirol merklich abnahmen. Zum anderen konnte das Bundesheer wertvolle Erfahrungen im Gebirgseinsatz sammeln. Die besonderen Herausforderungen dieses Einsatzes lagen einfach nicht zuletzt im Hochgebirge. Es war einfach erforderlich, täglich im Hochgebirge Dienst zu versehen, die Logistik zu bewältigen. Die Kommandanten waren mit ihren Leuten auf Patrouille, mussten die Führungsaufgaben bewältigen. Damit konnte sehr viel Einsatzerfahrung im Führungsbereich und in der Logistik gesammelt werden. Und es war damit auch klar für das österreichische Bundesheer, dass ein Einsatz im Gebirge durchaus realistisch ist. Und das war also, glaube ich, auch dann dem gesamten Kader klar, dass man in der Gebirgsausbildung etwas tun muss, noch dazu, wo also doch wesentliche Grenzteile Österreichs im Hochgebirge liegen.
eben wie Sturm, und das wirkt also im Gebirge viel stärker auf den Menschen ein, weil meistens Schutzmöglichkeiten wie Schutzhütten etc. nicht überall unterwegs sind. Die Versorgung ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt im Gebirge. Und vieles, vieles schwieriger, da meistens alles von herunten hinaufgebracht wird. Besonders im Kalkgebirge gibt es ab einer gewissen Höhe kein Wasser mehr. Das heißt, es muss das Wasser, die Verpflegung, und hierfür braucht man also im Gebirge spezielle Fahrzeuge. Wie hier sehen wir zum Beispiel einmal Quads oder eben Skidos im Winter oder diese Hägelhans, die neuen, braucht der Gebirgssoldat, um eben im Gebirge sich vernünftig versorgen zu können. Sonst zum Kämpfen ist es oben sozusagen fast gleich wie herunten, aber die Witterung und das Ganze ist halt viel, viel schwieriger. 50 Jahre nach dem ersten hochalpinen Assistenzeinsatz des österreichischen Bundesheers erinnert sich ein Zeitzeuge, 1967 als Zugskommandant eingesetzt, an den damaligen Einsatz in Obertiljach. Der Stützpunkt, das kann ich mir erinnern, ist also noch im Waldgebiet gelegen. Und zwar, ich vermute, dass der dort, wo dieses Felsband hinaufgeht, dass dort hinten, aber wie gesagt noch im Wald, der Stützpunkt war. Ich war dort ungefähr mit 25 oder 28, 30 Leuten und wir sind also von dort aus die Spätrups gegangen und haben von dort auch im Tal unten Kontrollen gemacht über Leute, die hinübergingen. Das Einzige, was einigermaßen ein gutes Gewand war, war dieser alte Tarnanzug. Der war nicht so schlecht, ja. Aber wir haben also keine gescheiten Zelte gehabt. Gerade wir dort oben haben also Versuchszelte gehabt. Von der Qualität, von einer Wursthaut oder irgendwas. Wenn man zu stark angekommen ist, hat das einen Riss gehabt. Und da haben also ungefähr so 6-7 Leute Platz gehabt drin. Ne? Wir haben dann später diese Gruppenzelte bekommen, das war nachher besser. Obwohl wir zuerst auch keinen Ofen, nichts drin gehabt haben. Und das kann auch im Sommer da, wie man sieht, kühl werden. Ne? Da oben, aha, jetzt sieht man gar nicht drauf, das ist dieser bewusste Mast, der also gesprengt worden ist. Und wie ich raufgekommen bin, waren die Italiener zuerst noch sehr misstrauisch, aber wir waren beide sehr lang da und haben uns dann aneinander gewöhnt. Der Assistenzeinsatz war in zweierlei Hinsicht von großer Bedeutung. Zum einen wurde der politische Zweck erreicht, da die Gewaltaktionen in Südtirol merklich abnahmen. Zum anderen konnte das Bund auf ihre Probleme aufmerksam zu machen. Die Aktivitäten des Befreiungsausschusses, aber auch die italienischen Gegenmaßnahmen führten ab den 1960er Jahren zu einer Eskalation der Gewalt auf beiden Seiten. Letztendlich waren 14 Todesopfer zu beklagen. Der Anschlag auf der Porzecharta am 25. Juni 1967 mit 4 Todesopfern führte zu einer weiteren Eskalation. Italien begann die österreichischen Verhandlungen zum Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft bzw. zur Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl zu blockieren und forderte energische Gegenmaßnahmen. Daraufhin wurde der Assistenzeinsatz des österreichischen Bundesheeres angeordnet. Der Einsatz 1967 war ein klassischer Assistenzeinsatz gemäß Bundesverfassung, von der österreichischen Bundesregierung angeordnet, vom Innenministerium angefordert. Die Kernaufgaben waren sehr klar, vom Reschenpass bis zum Lessachtal in Osttirol die grüne Grenze zu überwachen und illegale Grenzübertritte zu verhindern. Insgesamt befanden sich vom Juli bis Dezember 1967 5000 Soldaten hier im Einsatz. Die längste Verweildauer für den einzelnen Soldaten lag bei ca. 6 Wochen. Es waren sowohl Verbände aus Westösterreich als auch Verbände aus Ostösterreich im Einsatz. Die westösterreichischen Verbände gebirgserprobt, gebirgserfahren. Der Einsatz war durchwegs im Hochgebirgsgelände. Die Verbände aus Ostösterreich wurden in ihren Garnisonen vorbereitet durch Bergführer und bekamen hier auch Bergführer als alpine Berater im Einsatzraum zugeteilt. Die Unterbringung im Einsatzraum gestaltete sich anfangs überaus schwierig. Es wurden Zeltlager errichtet und in weiterer Folge provisorische Unterkünfte. Die größten Probleme ergaben sich allerdings im Bereich der Fernmeldeausrüstung. Zahlreiche Patrouillen und Spätrupps hatten teilweise tagelang keine Verbindung.
Zur Versorgung der Truppen in ihren oft sehr exponierten Lagen gelangten sowohl Traktierstaffeln, aber auch Geländewägen vom Typ Buch-Haflinger zum Einsatz. Das moderne Pendant im österreichischen Bundesheer ist heutzutage das sogenannte Quad. Doch wie groß sind eigentlich die Unterschiede der damaligen Ausrüstung eines Gebirgskämpfers zur heutigen? Die Ausrüstung eines früheren Soldaten zu einem heutigen Soldaten sieht man schon bildlich, eine andere Farbe. Und was also das Gravierendste war, früher war halt meistens alles schwerer. Man sieht es schon an der Waffe, die Waffe einmal länger, schwerer, aber sie hat ein starkes Kaliber gehabt. Heutige Waffe, kurz, vieles aus Plastik, das heißt rostet nicht, geht leicht zum Reinigen, aber sie hat sehr viel Munition. Man sieht nicht nur die Magazine. Am 31. Dezember 1967 führte das österreichische Bundesheer den ersten hochalpinen Assistenzeinsatz in der Geschichte der Zweiten Republik durch. Der politische Rahmen war die sogenannte Südtirol-Frage gewesen. Südtirol sollte nach Ende des Zweiten Weltkriegs bei Italien verbleiben. Um die Rechte der Südtiroler entsprechend zu schützen, wurde ein Autonomiepaket geschnürt, genannt das sogenannte Gruber de Gasperi-Abkommen. Mit der Umsetzung seitens der italienischen Regierung war man aber in Südtirol nicht besonders zufrieden. Man fürchtete eine Weiterführung der Italienisierungspolitik aus der Zwischenkriegszeit. Mit der Wiedererlangung der österreichischen Souveränität im Jahr 1955 versuchte Wien jetzt stärker diplomatischen Druck in der Autonomiefrage Südtirols auszuüben. Man erreichte sogar eine eigene UN-Resolution im Jahr 1960. Dennoch waren diese Bestrebungen fast vergebens. Nicht zuletzt deshalb schlossen sich zahlreiche radikalere Kräfte in Südtirol in den 1950er Jahren zum sogenannten Befreiungsausschuss Südtirol zusammen, um über Gewaltaktionen auf ihre Probleme aufmerksam zu machen. Die Aktivitäten des Befreiungsausschusses, aber auch die italienischen Gegenmaßnahmen führten ab den 1960er Jahren zu einer Eskalation der Gewalt auf beiden Seiten. Letztendlich waren 14 Todesopfer zu beklagen. Der Anschlag auf der Porze-Scharte am 25. Juni 1967 mit 4 Todesopfern führte zu einer weiteren Eskalation. Italien begann die österreichischen Verhandlungen zum Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft bzw. zur Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl zu blockieren und forderte energische Gegenmaßnahmen. Daraufhin wurde der Assistenzeinsatz des österreichischen Bundesheeres angeordnet. Der Einsatz 1967 war ein klassischer Assistenzeinsatz gemäß Bundesverfassung von der österreichischen Bundesregierung angeordnet, vom Innenministerium angefordert. Die Kernaufgaben waren sehr klar, vom Reschenpass bis zum Lessachtal in Osttirol die grüne Grenze zu überwachen und illegale Grenzübertritte zu verhindern. Insgesamt befanden sich vom Juli bis Dezember 1967 5000 Soldaten hier im Einsatz. Die längste Verweildauer für den einzelnen Soldaten lag bei ca. 6 Wochen. Es waren sowohl Verbände aus Westösterreich als auch Verbände aus Ostösterreich im Einsatz. Die westösterreichischen Verbände gebirgserprobt, gebirgserfahren. Der Einsatz war durchwegs im Hochgebirgsgelände. Die Verbände aus Ostösterreich wurden in ihren Garnisonen vorbereitet durch Bergführer und bekamen hier auch Bergführer als alpine Berater im Einsatzraum zugeteilt. Die Unterbringung im Einsatzraum gestaltete sich anfangs überaus schwierig. Es wurden Zeltlager errichtet und in weiterer Folge provisorische Unterkünfte. Die größten Probleme ergaben sich allerdings im Bereich der Fernmeldeausrüstung. Zahlreiche Patrouillen und Spähtrupps hatten teilweise tagelang keine